Tobias Rosen, du bist der Produzent des Films Watu Wote. Im Film geht es um einen Terroranschlag auf einen Reisebus in Kenia im Jahr 2015. Was hat dich genau an diesem Thema so fasziniert, dass du einen Film drüber gemacht hast? Wir fanden es eine unglaublich universelle Geschichte, ja, wo wir das Gefühl hatten, das ist eine Geschichte, die zwar in Kenia spielt und die eine kenianische Geschichte ist, die am Ende aber sehr universell ist und uns alle angeht. Und das ist eine Geschichte über Nächstenliebe, über Mut, über Courage und auch über ein Thema, was die Religion und Terrorismus angeht, die, glaube ich, sehr aktuell ist, nahezu in jedem Land. In Europa auch und in Amerika und in Afrika auch. Und das war für uns unglaublich reizvoll, sowas zu erzählen, neben der Tatsache, dass die Geschichte uns einfach sehr berührt hat. Der Film ist eine deutsch-kenianische Zusammenarbeit. Im Film wird Swahili gesprochen. Es wurde in Kenia gedreht. Wie herausfordernd waren die Dreharbeiten? Das war eine große Herausforderung. Es war aber vor allen Dingen unglaublicher Segen. Also das war ein ganz tolles Team und es hat sich eine unglaubliche Energie entwickelt, gerade durch die Zusammenarbeit mit unseren kenianischen Partnern so. Und das war von Anfang an unser Wunsch auch, dass wir das in einer ganz engen Zusammenarbeit entstehen lassen. Und ohne das wäre es sicher auch nicht so geworden, wie es geworden ist. Das war eine riesen Herausforderung. Das war aber am Ende irgendwie auch genau das, was wir gewollt haben und gesucht haben für den Film. Und ich glaube, dass die Energie sich auch im Film am Ende widerspiegelt. So. Watu Wote hat den Studenten-Oscar in Gold gewonnen. Wie war für dich der Moment, als du davon erfahren hast, dass ihr diesen Preis bekommen habt? Das ist lustig, das baut sich ja so ein bisschen auf bei diesem Studenten-Oscar, weil man bekommt die Nachricht, dass man den Studenten-Oscar bekommen hat, aber man weiß noch nicht welchen. Das ist immer der Studenten-Oscar, den gibt es in Gold, in Silber und in Bronze. Und man weiß dann, wenn man die Nachricht bekommt, du bekommst einen, dann weißt du, okay, man fliegt jetzt als Team nach L.A. Und kriegt da einen von den dreien, Gold, Silber oder Bronze. Und der schönste Moment war eigentlich dann wirklich der, als die Academy sozusagen den Briefumschlag aufgemacht hat und dann den goldenen Oscar verkündet hat und wir da sozusagen das waren. Das war so eine richtige, ja, ich sag mal, eine Explosion der Freude. Ein bisschen so wie beim Fußballspielen früher, wenn man einen Hattrick geschossen hat oder so. Ja, nein, das war toll, ja.